Und damit willkommen zurück zur. Puh, wie viele ist das denn? Keine Ahnung, zur Entenfolge Indiana Jones. Für N einfach die passende Zahl einsetzen. Oh, die Sackgassen sind langweilig. Schade, die ganze tolle Vorfreude ist jetzt weg. Aber der Tunnel enttäuscht nicht. Und das ist ein weiteres Labyrinth. Immer schön links rum. Immer an der linken Wand lang. Kann man auch mit der rechten Wand machen. So kommt man nämlich garantiert wieder zum Ausgang zurück. Oder zum Eingang zurück. Allerdings findet man den Ausgang nicht unbedingt, wenn der Labyrinthdesigner ein bisschen klug war und den Ein- und Ausgang nicht mit einem Weg entlang einer Wand verbunden hat, sondern quasi, wenn so der Ausgang in der Mitte des Labyrinths ist und der Eingang am Rand. Dann kommt man mit der Methode nicht zum Ausgang. Aber immerhin verläuft man sich nicht, weil irgendwann kommt man wieder zum Eingang zurück. Ja, okay, wir haben hier eine Maschine. Das da. Das da alles ist eine Maschine. Ich liebe es, wenn Beschreibungen sehr detailliert sind. Und da ist ein Rad. Ob das wohl zusammenhängt? Natürlich hängt das zusammen. Aber sonst. Ist da was kaputt? Ich glaube, da ist was kaputt. Nur, was hätte das verbinden sollen? Vielleicht kann man die mit der roten Keule die Maschine fixen? Ja. Und die ist natürlich so stabil. Ja, klar, ist eine Absperrungskeule. Natürlich ist die stabil. Aber was tut diese Maschine? Vielleicht zieht sie das Gitter hoch? Ein drittes Mal. Eine ungerade Zahl, weil falls sie das Gitter hochzieht, habe ich es gerade wieder runtergelassen. Aber na, es dreht sich immer in die gleiche Richtung. Hier, diese Teile drehen sich immer genauso rum. Es gibt kein Vor- und Zurück, sondern die drei Male hat sich in die gleiche Richtung gedreht. Es wäre interessant zu sehen, ob das Gitter bei dem Sarg wieder offen ist oder nicht. Aber ich werde erstmal in dieser Ebene bleiben, weil das Laden immer so ewig dauert. Und schauen, was es hier noch so gibt. Geht's da raus? Hier ist noch ein Raum. Oh. Ein König, ein Turm und ein Springer. Lasst uns Schach spielen. Statue. Holztür. Ein weiterer Tunnel. Sieht aus wie Wasser am Boden. Bin gespannt, ob er da jetzt drüber läuft. Ja, tut er. Nichts Besonderes. Ja, und bei dieser Statue? Nichts Besonderes. Und bei dieser Statue? Nichts Besonderes. Und bei dieser Holztür? Nichts Besonderes. Ziehe an der Statue. What? Das funktioniert? Nochmal. Nochmal. Oh. Ich hatte es durch Zufall das Richtige hingekriegt. Was zum. Dann mal los in den verschlossenen Weg. Jetzt die rechte Wand lang. Ja, komm runter, geht rum. Nein, die linke. In Laufrichtung die linke immer noch. Irgendwie, ich krieg's nie hin, die rechte Wand lang zu laufen. Immer nur die linke. Wahrscheinlich hat jetzt der Level-Designer aufgepasst und irgendwas in der Mitte verstaut. Nein. Ist eine Kette und ein weiterer Tunnel. Eine Holzbrücke oder so eine Holzplakette, keine Ahnung. Nicht Plakette.
Palette. Könnte auch eine richtige Holzbrücke sein. Die war aber kein Objekt. Zumindest habe ich es nicht gemerkt. So dass man die nicht mitnehmen kann und da, wo das Wasser den Stein zerstört hat, vielleicht wieder überbrücken könnte. Das geht wohl nicht damit. Aber hier in diesem Labyrinth befindet sich nichts mehr, also ab über die Holzbrücke. Es soll schon schief gehen. Die wird schon nicht irgendwie zusammenbrechen oder so. Oder Mr. Jones? Nein. Er ist nicht zu fett. Ah, es geht nach oben weiter, nicht nach unten. Ja. Ist da ein Durchgang? Nein. Was ist das denn? Risse im Boden. Jetzt eine Bombe legen und wegrennen. Das ist nicht Zelda. Auch hier ist nichts. Das ist ja ein komischer Tunnel, wer baut denn sowas? Das soll bestimmt den Spieler voll nerven, ja, dass er jetzt am dritten Mal sagt, oh nö, ich gehe erst ganz zum Ende. Und das vierte ist dann aber der richtige Weg. Ah, doch nicht. Das sind einfach alles nur so unsinnige Abzweigungen. Und keine Ahnung. Vielleicht kommt da ja noch irgendwann was. Ein weiterer Raum, in dem es scheinbar nichts gibt. Dann gehen wir weiter. Ab durch die Mitte. Yay! Raus. Und ansonsten scheint es hier auch nichts mehr zu geben. Also direkt weiter. Oha. Was gibt es denn hier Schönes? Noch eine hölzerne Tür, so wie vorhin. Da sind Schädel. Was sind das denn für Schädel? Nichts Besonderes. Kannst du dir einen mitnehmen? Kannst du nicht mitnehmen? Kannst du den mitnehmen? Kannst du den mitnehmen? Nein. Kannst du sie irgendwie benutzen oder so? Warum kann ich den nicht mitnehmen? Hä? Nochmal. Okay. Aha. Mindestens drei verschiedene Schädel. Vier. Unsinn gemacht. Das ist irgendwie verriegelt. Okay. Jetzt doch gerade bewegt. Ja, ja, ja. Nein. Eins, zwei, drei. Ist da eine Verzögerung vielleicht drin? Nein, nach dreimal passiert nichts. Vier. Nach viermal passiert auch nichts. Und nach fünfmal zuckt sie kurz. Das würde sie überprüfen, ob die Reihenfolge die richtige war, das Rätsel hier. Aber bei sechs Stück gibt es... Ja... Entweder 64 oder... Ja doch, 64 Möglichkeiten. Man kann hier doppelt drücken. Es wird nicht fünfmal der eine sein. Nein, fünfmal der zweite.
64 Kombinationen durchprobieren? Vielleicht ist ja irgendwie ein Hinweis im Gral-Tagebuch von seinem Vater. Vielleicht war er ja schon hier unten und hat es schon gehört. Ah, alles klar. Okay, es ist das zweittiefste, dann das höchste, dann das tiefste und dann... Moment, aber das sind fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind doch nur fünf. Und hier sind es doch sechs. Ja gut, dann gibt es ja den zwei Möglichkeiten. Okay, also das zweittiefste, dann das höchste, dann das tiefste und dann zweimal das mittlere. Also, dann fangen wir mit den linken fünf an. Ich muss nur noch ganz kurz... Das ist hoch. 2, 3, 4, 5, das ist glaube ich tief. Genau, das ist tief. So, das Ganze jetzt fünfmal, um den Counter zu resetten. Genau, so das zweittiefste. Und das höchste, dann das tiefste und dann das mittlere zweimal. Aha, so funktioniert das. Gut zu wissen, dass man im Zweifelsfall in das Tagebuch vom Vater reinschauen kann. Aber das heißt doch eigentlich, dass der schon hier unten war und irgendwie wieder raus, das aufgeschrieben hat und dann wieder rauskam. Und jetzt ist er aber hier nochmal verschwunden. Der Vater ist nach Venedig gegangen? Ah, vielleicht hat er es ja aus alten Aufzeichnungen irgendwie rekonstruieren können. Die Information hierüber. Man muss ja nicht unbedingt hier gewesen sein vorher. Aber ich frage mich, wenn er sich die Information rausgesucht hat, um hierher zu gehen, warum er dann das Tagebuch nicht mitgenommen hat. Komisch. Also ich verstehe noch nicht ganz, warum der Vater jetzt quasi hier ist und verschwunden und wir ihn jetzt suchen müssen. Wie sich die. Also das ist klar schon, aber die Hintergrundgeschichte dazu, die habe ich noch nicht ganz entschlüsseln können. Vielleicht soll ich den Film einfach nochmal anschauen. Aber ich habe irgendwie Angst, dass ich mich dann spoilere dadurch und vielleicht einige Rätsel einfach schon. Zu einigen Rätseln einfach schon die Lösung weiß. Das fände ich irgendwie schade. Aber hier geht's weiter. Ich dachte, das wäre vielleicht ein totes Ende, aber ist es nicht. Also die linke Wand weiter lang. Jetzt glaube ich, fände ich hier ein totes Ende. Ja, war ja klar. Ich dachte gerade, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Bodenplatte, aber das ist Blödsinn. Das da könnte eine Bodenplatte sein. Und damit vielleicht eine Falle, die Indiana Jones in eine Grube voller Schlangen fallen lässt. Muhahaha. Hä? Was tust du? Was ist hier rüber? Ah, Sackgasse. Versucht er jetzt außenrum dahin zu laufen? Mal schauen, was er tut. Bisher funktioniert's? Tatsache. Das ist ja lustig. Das heißt, er sieht es zwar nicht, aber die Wegfindung, die kriegt es trotzdem hin, wenn man irgendwo hinklickt, da direkt hinzulaufen. Ist ja lustig. Ja, ich versuche das mal nicht auszunutzen. Das wäre ja ein unfairer Vorteil. Hier schon durchirren, wie ein Indiana Jones das realistisch tun würde in dieser Situation. Was da reingeht. Ist das der Sarg von vorhin? Haha, das ist der Sarg von vorhin. Schön. Dann wäre dieser Teil des Rätsels kein Rätsel mehr, wie man durch das Gitter kommt. Es war einfach nur darum zu spoilern. So, da ist ein Sarg.
Und die Folgenzeit ist auch schon wieder voll. Und beim nächsten Mal werden wir dann erfahren, was sich in diesem Sarg befindet oder was Vertrautes mit diesem Sarg tun kann, können, tun muss. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Vermutungen habt, was sich darin befinden könnte. Das dürfen aber nur die tun, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Und die, die das Spiel schon kennen, die müssen so tun, als würden sie es nicht kennen. Das klingt fair. Also dann, bis zum nächsten Mal.